Jetzt ist Julia dran. In 20 Minuten wieder als nüchtern. Okay, Pieper, wo fährt man die? Na? Das ist schon zu scheint, messy. Scheint zu reichen. Siehst du es? Ja. Ich glaube, fahr einfach mal. Übersehen hat. Sie unterhält sich und fährt gleichzeitig. Das ist geteilte Aufmerksamkeit. Also zwei Dinge gleichzeitig zu machen, diese Fähigkeit scheint hier etwas beeinträchtigt. Ihr der Ball zum Verhängnis? Fühl mich eigentlich safe bei dir. Wie wird sich Team Alkohol schlagen? Die beiden ebenfalls wieder nüchtern. Alkohol wird im Körper linear hauptsächlich durch zwei Enzyme oder die Lunge ausgeatmet werden. Das sorgt für die Alkoholfahne. Der Abbau von Alkohol geschieht mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde, variiert aber je nach individuellen Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gewicht, Leberfunktion und Menge des konsumierten Alkohols. 0,7 haben, also über dem offiziellen Grenzwert von 0,5 im Straßenverkehr. Übrigens, wer einen Unfall baut, muss auch schon mit rechtlichen Konsequenzen ab einem Promillewert von 0,3 rechnen. Oh, nein, bitte mich nicht zerfahren. Wenn ich jetzt gerade fühle, würde ich nicht sagen, dass ich noch in der Lage wäre, alles zu sehen und auch so darauf zu reagieren. Das finde ich jetzt auch sehr wichtig. Ne? Auch er schätzt sich nicht mehr selbst als fahrtauglich ein. Uiuiui. Alter Schwede, das war knapp. Es tut mir leid. Die Kurven, die nimmt sie nicht mehr so exakt, beschleunigt dann auch. An Stellen, wo man vielleicht jetzt nicht direkt beschleunigen würde. Was soll das denn? Kannst du deine Reactions bitte immer so gestalten? Die erst gemeinte Frage. Ich hab mir gedacht, so quasi, das ist eigentlich voll witzig. Ich fahre hier mit dem Auto. Servus! Miep, miep, sie ist völlig betrunken hinter mir. Oh, Leute, ihr würdet es nicht glauben. Oh, oh, oh. Dann weh mal die Nase zu. Miep, miep. Echte Straße gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das so gut gelaufen wäre, ehrlich gesagt. Hey, Bro, ich kann nichts dafür. Sie war am Steuer, Herr Officer. Sie hat gekifft, ich war komplett unschuldig. Oh, oh. Juhu, ein bisschen zu viel gekifft. Ja, ich habe meinen Stuhl so ein bisschen nach vorne gekippt. Ja, ich mach die Sache hier bei Galileo schon einige Zeit.